Ho, 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 ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Adventskalender-Unboxing von mir. Mein Name ist Santa Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Da mir der Parfüm Dreams Adventskalender für Frauen so gut gefallen hat und auch der für Haare hat, also für Haare, Frauen, Männer, wer auch immer das benutzen will, habe ich mir gedacht, wie geil wäre es bitte, wenn ich mir auch noch den Männer-Adventskalender bestelle. Und hier ist er. Also wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen zu erfahren, was sich darin verbirgt, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Ja, ich wollte definitiv auch noch den ein oder anderen Männer-Adventskalender hier öffnen. Ein bisschen schade ist, dass ich den Männer-Adventskalender von Douglas jetzt aktuell noch nicht bekommen habe. Vielleicht kriegen die noch einen Restock und ich wollte auch noch mal im Douglas bei uns nachfragen, ob die den noch mal vielleicht reinkriegen oder so. Den würde ich nämlich auch gerne noch mal mit euch zusammen aufmachen, aber der war halt dann doch irgendwie plötzlich ausverkauft, als ich den haben wollte. Ist ein bisschen schade. So, der ist übrigens schwerer, als ich dachte. Ja, den gibt es auch für 49,95 aktuell, natürlich günstiger, weil Sale und so weiter. Da hatte, glaube ich, Parfüm Dreams ja, sieht man jetzt ja auf YouTube auch die ganze Zeit die Werbung, ne? 15% und Tüdelü und hast du nicht gesehen, dann Singles Day, Rabatte und Black Friday und hast du nicht gesehen. Jetzt ist er hier. Beauty Christmas for Men steht hier ganz groß drauf. Es ist wieder ein Kläppchen-Adventskalender, wie auch bei den Parfüm Dreams Frauen-Adventskalender und bei dem Parfüm Dreams Hair-Adventskalender. Und ja, ist ein bisschen schade, weil gerade dieses Design fände ich als Boxendesign total geil. Aber na, machst du nichts dran. Wir fangen an und machen die eins auf. Oh, das wusste ich auch gar nicht, dass Shiseido eine eigene Men-Kollektion hat. Shiseido Men, und da haben wir einen Total Revitalizer, Revitalizer Cream, Total Age Defense mit 5 Millilitern. Ich muss übrigens sagen, dass ich diesen Adventskalender auch noch gar nicht wirklich irgendwie auf YouTube gesehen habe, außer bei der lieben Franka von Frankas Favorites. Da habe ich den, glaube ich, gesehen. Ich meine, dass sie den zusammen auf ihrem Franka und Paul-Kanal mit ihrem Mann zusammen aufgemacht hat. Ich glaube, das habe ich dort irgendwie mal so mitbekommen, weil manchmal gehen meine Videos ja automatisch weiter. Wenn ich jetzt so Haushalt mache oder so, dann lasse ich ja immer nebenbei YouTube laufen. Ich lasse ja gar kein Radio mehr laufen. Das ist ja Wahnsinn, ne? Auf jeden Fall, ich glaube, dass ich da irgendwie was mitbekommen hatte. So. Manchmal kommt man nicht auf sein eigenes Gequatsche, klar. Gut, Shiseido Men steht hier auch drauf, 5 Milliliter. Das ist halt eine gute Probegröße. Ich finde, gerade bei Männern macht es jetzt auch durchaus Sinn, wenn man so Pröbchen hat und jetzt nicht irgendwie so große Produkte da drin hat. Weil Männer sind da echt speziell, finde ich, oder? 2. Oha, da haben wir ein Eau de Parfum von Versace. Was zur Hölle, ist das ein Wahnsinnsding. 5 Milliliter und das ist dann wahrscheinlich auch so ein Mini-Flakon, oder? Aua. Adventskalender, lass mein Haar los, danke. Mega. Da bin ich ja mal gespannt, ob ich da vielleicht jetzt mal einen Duft außer männlich nennen kann. Und dieser Flakon, ist der nicht hübsch? Wow. Also, das ist, wow. Der riecht ein bisschen wie so ein Rasierwasser. Also sehr frisch, aber sehr, sehr angenehm. Oh lala, das ist geil. Welches ist denn das von Versace? Eros Flame. Oder Eros Flame. Man weiß es nicht. Eros. Die Nummer 3 ist hier an der Seite und sehr, 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 sehr groß. Wow, auch Kiehl's hat eine Männerreihe. Auch das wusste ich nicht. Age Defender Dual Action Exfoliating Cleanser. Weiß ich gar nicht. Es ist schwarz, aber ich weiß jetzt nicht, ob das ein absolutes Männerprodukt ist, ne? 30 Milliliter sind hier enthalten. Daily Face Wash and Mask for Men. Doch, hier steht Maske. Okay, also du kannst es als 2 in 1. Also du kannst es entweder direkt abwaschen oder du lässt es halt drauf für 5 Minuten und wäschst es dann ab. Ja, das ist natürlich ganz, ganz geil, ne? Das finde ich cool. Wenn ich nur meinen Freund mal dazu kriegen würde, mit mir zusammen mal eine Maske zu machen, ne? Das würde ich hart feiern. Die Nummer 4 haben wir hier unten. Und hier haben wir schon wieder ein Parfüm drin. Na, das finde ich geil, ne? Also für Männer, die jetzt so Parfüms sammeln oder so, ist dieser Kalender ultra. Und Parfüm verwenden Männer echt viel. Das finde ich gut. Das mag ich. Das ist von Emporio Armani Stronger With You. Auch wieder so ein Mini-Flakon. Das müssten auch wieder 5 Milliliter sein. Oh, ist der hübsch. 7 Milliliter sind hier enthalten. Okay. Das habe ich schon für die Frauen gesehen. Stronger With You, glaube ich. Ja, männlich, frisch, mega gut. Oh, das riecht richtig angenehm. Das riecht richtig, richtig angenehm. Oh, cool. Die Nummer 5 hier ist ganz schön groß und hat vielleicht eine Gesichtsmaske oder sowas drin. Nee, ach was.
Da haben wir zwei Produkte von Ahava drin. Wow. Ich meine, bei dem Frauen-Adventskalender, den ich euch echt ans Herz legen möchte, ne, waren auch manchmal zwei Produkte drin, aber das finde ich, ich finde es cool. Das ist Dead Sea Water Mineral Body Lotion, aber das ist halt nicht explizit für Männer. Das finde ich auch ganz praktisch. Da sind 40 Milliliter enthalten. Und hier auch nochmal 40 Milliliter von der Dead Sea Water Mineral Hand Cream Water Reihe. Die hatte ich tatsächlich auch schon in den Adventskalender für meine Stiefschwiegermama in Spee gegeben. Riecht beides richtig klasse. Ja, es ist aber halt kein typischer Männergeruch oder Frauengeruch. Das ist halt so ein richtiger Unisex, einfach nur pflegend Geruch und so ein bisschen frischer und sanfter und wirklich, wirklich geil. Finde ich cool, dass da zwei Typchen drin sind. Nummer 6 ist Nikolaus bei uns in Deutschland. Parfüm Dreams ist, glaube ich, auch ein deutscher Online-Shop. Kommt ja auch von Douglas, die gehören ja alle zusammen. Oh, American Crew. Riesig. American Crew Official Supplier to Men 3-in-1 Shampoo, Conditioner und Body Wash. 100 Milliliter sind hier enthalten. Das finde ich super. Männer brauchen immer diese 5 Millionen in 1 Produkte, ne? Jedenfalls höre ich das immer, dass es so praktisch ist für die Männer. Hier kannst du zum Beispiel einfach draufdrücken und hast dann hier den Öffner. Das liebe ich an Flaschen, wenn die so sind. Boah, das riecht gut. Das riecht richtig, richtig, richtig gut. Mega. Männlich gut. Hm. Okay, die Nummer 7 ist eine kleine, ein kleines Kläppchen hier unten. Wir haben wieder eine Parfümprobe. Wie cool. Also Luxusprobe, also, ne? Nicht jetzt Parfümprobe, sondern Probe. Wie sage ich das denn jetzt? Eine Miniatur. So ist das, glaube ich, schöner. 10 Milliliter von dem Trossardi Riflesso Blue Vibe Eau de Toilette Natural Spray. Das ist dieses hier. Ah, oh, das ist sogar in einem richtigen Sprayer. Das finde ich ja richtig klasse. Das gefällt mir. Oh, das riecht herber. Ja, Bisschen natürlicher vom Geruch her. Aber sehr, sehr angenehm. Das war die 7. Gehen wir weiter zu der Nummer 8. Welche sich wo befindet? Da. Ui, die ist aber auch schon wieder so groß. Vielleicht sind da auch wieder zwei Produkte drin. Jau. Boah. Und zwar haben wir hier einmal etwas von Wella und einmal von SP, System Professional. Also das erste ist hier von Wella ein Pearl Styler, ein Styling Gel mit 30 Millilitern. Ja, doch, immer wieder sieht man Männer mit gestylten Haaren, macht durchaus Sinn. Und von System Professional Men ein Refresh Shampoo für Haut und Haar. Auch das wieder so ein 5 Millionen in 1 Produkt, auch wieder 30 Milliliter. Ist cool. Das gefällt mir. Also der Parfüm Dreams Adventskalender. Egal welchen von den dreien du dir holst, irgendwie macht der Spaß. Ah, noch was von American Crew. Was nicht rauskommen will. Eine Forming Cream mit 50 Gramm. Das ist eine Forming Cream with Medium Hold and Shine. Auch das wieder eine etwas für die Haare quasi. Also so, ja, so ein Wachs würde ich jetzt sagen, oder? Wie ist denn das von der Textur her? Oh ne, das ist eine richtige Creme. Okay, krass. Hm, die riecht sehr, sehr angenehm, sehr dezent. Das ist cool. Das gefällt mir. Hier ist die Nummer 10. Oh geil, Herr Doktor. Hm, das ist eine tolle Marke. Die mag ich gerne. Da mag ich vor allem dieses 2-in-1 Einsprüh-Leave-In-Gedöns. Oh, richtig geil. Und das ist das Magical Mousse Shampoo mit Inca Inchi Oil. 50 Milliliter und ich glaube, das werde ich für mich behalten. Weil ich hatte das schon mal und ich finde das klasse. Es ist so toll. Das ist halt auch wieder ein Unisex-Produkt. Das ist so, so schön. Das ist echt gut für die Haare. Es macht dir auch eine gesunde Kopfhaut. Ne? Also da habe ich ja immer wieder Probleme mit, dass ich halt wirklich so, ne, trockene Stellen oder Päckchen auf der Kopfhaut habe. Da ist sowas echt Gold wert. Ne? Das riecht halt ein bisschen frischer, ein bisschen friseurmäßiger, sage ich mal. Und ist aber auch echt teuer, also nicht günstig. Und ich freue mich drüber, dass es im Männer-Adventskalender mit drin ist. Und vielleicht kann ich mir das echt mopsen. 11. Hier oben. Schon wieder zwei Produkte. Das ist ja geil. Und zwar von Zep Man. Professional Sebastian. 50 Milliliter sind hier jeweils enthalten. Einmal The Multitasker Hair, Beard and Body Wash, also für das Haar, für den Bart und für den Körper. Ja, an den Bart der Männer müssen wir immer wieder denken.
Und das hier ist einfach ein Conditioner, der quasi alles entsprechend etwas smoother machen soll. Ui, das riecht aber huff, würzig. Hat auch so eine Pfeffernote, aber richtig geil. Das riecht gut. Nicht schlecht, Herr Speck. Das ist eine gelungene Halbzeit gewesen. Nein, das war noch gar nicht die Halbzeit. Die Halbzeit kommt jetzt. Okay, dann haben wir hier unten die Halbzeit und die darf uns jetzt auch glücklich machen. Oh geil, ja, Biotherm Om, das ist auf jeden Fall was Würdiges für die Halbzeit. Aqua Power Gel Dusch, 75 ml sind hier enthalten. Das ist ein Duschgel für den Körper und für die Haare wieder. Also das ist halt wieder so, ne, All-in-One-Produkt. Ich glaube, wir Frauen sind eher so, wir separieren das gerne. Wir möchten an den Haaren eine andere Pflege haben. Wir möchten am Körper anders riechen und so, ne. Also so ist mein Empfinden auf jeden Fall. Ich würde ungern jetzt zum Beispiel ein Duschgel auch für die Haare verwenden wollen. Also es gibt ja auch so 2-in-1, 3-in-1, 5-in-1 Produkte. Nicht so ganz meine Welt. Geil. Biotherm. Oh, das wusste ich auch nicht, dass die eine Männerreihe haben. Das riecht auch schön frisch. Also frische Düfte finde ich bei meinem Freund auch immer vollkommen passend. Das ist gut. 13 befindet sich hier. House 99. Das hatte ich letztens in der Box mit drin. Bei ASOS, die Männerbox, genau. Und das ist, glaube ich, von David Beckham. Thickening Daily Shampoo, 75 ml. Ja, bei David Beckham, genau. Das heißt, David Beckham hat da ja seine eigene Beauty-Marke quasi rausgebracht. Und das hier ist einfach ein tägliches Shampoo, was quasi deine Haare dick machen soll, kräftigen soll. Thickening ist eher kräftigen und nicht weniger. und nicht dick machen, alles egal. Ja, vom Duft her ist es sehr... Also das hat auf jeden Fall einen männlichen Duft, ja, aber wirklich eher ins Frische und fast schon ins Unisex-mäßige. Aber sehr angenehm, das gefällt mir. Also diese Marke House 99, die habe ich vorher auch noch nicht wirklich kennengelernt. Jetzt erst durch die Box, die ich bei ASOS bestellt habe und jetzt durch den Adventskalender nochmal. Vielleicht kann ich es auch demnächst mal riechen, wenn ich das meinem Freund gebe, mal gucken. Aber richtig geil. Da. Hier haben wir die Nummer 14. Oh, natürlich muss etwas von Rituals mit dabei sein. Ansonsten wären wir doch wahrscheinlich alle sehr, sehr traurig. Das ist natürlich Ritual of Samurai. Das ist eine Face Cream. Auch das wusste ich nicht, dass Ritual sowas hat. 5 ml Gesichtscreme für den Mann. Einfach mal zum Testen, ob es was für ihn ist. Finde ich großartig. Gefällt mir. 15 haben wir hier oben. Otto Kern. Oh, guck mal. Das... Uff. Ist von Otto Kern ein mit Cooling Effekt Body and Hair Shampoo, 75 ml. Nicht jeder mag diesen Cooling Effekt, aber andere sind da total scharf drauf. Ich finde, da scheiden sich die Geister ganz extrem. Finde ich aber, also ich persönlich mag das gar nicht. Riecht wie so ein ganz klassisches Axe Duschgel. Frisch, so ein bisschen maritim, ozeanisch. Mir fehlt gerade das Wort, was ich... aquatisch, das wäre das Wort gewesen, genau. So riecht es auf jeden Fall. Der Kalender ist mittlerweile ganz schön leicht geworden. Und jetzt gucken wir uns hier die Nummer 16 an. Auch das ist ein Klassiker. Nivea Men Creme für Gesicht, Körper und Hände. Wenn es jetzt diese ganz klassische blaue gewesen wäre, wie ich schon in 2 anderen Adventskalendern drin hätte ich mich wahrscheinlich ein bisschen gerade angepieselt gefühlt. Aber wenn es Nivea Men ist und in einem Männer-Adventskalender, ist es auch schon wieder irgendwie okay. Haut mich aber nicht um. 17 haben wir hier drunter direkt. Ja, okay. Eine obligatorische Parfümprobe, würde ich jetzt mal so sagen. Halt wirklich als Probe. Ist von Montal Paris das Red Vetiver Eau de Parfum. Ja, ne? Ihr kennt meine Einstellung dazu. Aber machst du nichts dran. Es ist wenigstens mit dem richtigen Sprühkopf, wie ich hier gerade so sehe. Da sind 2 ml enthalten. Also jetzt gerade schwächelt der Kalender ein bisschen. Ne, bei 50 Euro für den Adventskalender möchte ich jetzt nicht sowas da drin haben, nee. Wobei das eigentlich eine voll teure Marke ist und ich glaube auch diese 2 ml sehr, sehr teuer sind, aber dann doch lieber diese kleinen Parfümflakons, die wahrscheinlich sackteuer sein werden, aber trotzdem geiler sind. Da freut man sich irgendwie mehr drüber, wenn man das Kläppchen dann am 17. Dezember aufmacht. Die Nummer 18 ist hier oben, sehr klein. Und ja... Verdammt nochmal, ja, hier sind Barbour-Ampullen drin. Finde ich so geil, dass auch die Männer quasi Barbour-Ampullen bekommen. Welche sind das denn hier doch? Hydra Plus. Hydra Plus zweimal.
Genau. Die habe ich schon für mich auch in Verwendung gehabt. Vielleicht kann ich meinen Freund ja mal dazu bewegen, die auszuprobieren. Die sind klasse, die sind toll. Ob es jetzt unbedingt von Barbour eine Ampulle sein muss oder die von Isanas auch tun, ist jedem selbst überlassen. Ich finde, das ist Jacke wie Hose. Aber allein vom Feeling her sind Barbour-Ampullen in Adventskalendern schon mal ganz geil. Und ich finde es auch super, dass die zwei reingemacht haben. Hier unten haben wir die Nummer 19. Ne? Ist ganz cool, da wieder Run Wild, eine Parfümprobe, dass es an und für sich drin ist, aber schon wieder 1,2 Milliliter ist jetzt auch echt Tropfen auf dem heißen Stein. Die andere konnte ich eben nicht aufklappen, weil sie halt noch zugemacht war, also die ist halt quasi so verschlossen gewesen, die hier ist jetzt hier offen. So sehe das Original aus. Finde ich jetzt ein bisschen doof, dass tatsächlich zwei Parfümproben drin sind, ne? Schade. 20 haben wir hier. Das kenne ich nicht, glaube ich, oder? Das ist so ein Pöttchen. Deep Nourishing All Skin Types Face and Body Cream. Das ist gut. Von Comodines. Sagt mir gar nichts, die Marke. Eine tiefennährende Hautpflege, Gesichts- und Körpercreme mit 50 Millilitern. Das finde ich cool. Die ist auch noch komplett zu, deswegen lasse ich die jetzt auch zu. Sieht geil aus. Scheint halt nicht, also ist mit Shea Butter und 100% natürlich, ne? Das scheint jetzt nicht nur zwingend was für Männer zu sein, deswegen ist es auch ganz nett. Ja, ne? Und eine Gesichtscreme feiere ich. So, wir sind im 20er Bereich und gehen nun zu der Nummer 21. Das ist Swiss Dent, eine Zahnpasta. Ja, Travel Dental Cosmetics Extreme Whitening Toothpaste. Ja, made in Switzerland, 10 Milliliter. Über Zahnpasten in Adventskalendern sage ich nichts mehr. 22 ist hier oben. Royal Shaving Shaving Cream. 10 Milliliter sind hier enthalten. Da muss ich gleich mal eben kurz gucken, ob das eine After Shaving Cream ist oder eine zum Rasieren Creme. Mit Kokosnuss und Eukalyptusöl für eine perfekte Rasur. Die Rasiercreme von Royal Shaving mit Menthol und Eukalyptusöl ist genau das Richtige für die Erfrischung am Morgen. Okay, also du gibst dir die Rasiercreme auf und rasierst dich dann quasi mit Hilfe dieser Rasiercreme quasi als Ersatz für Rasierschaum. Jo, das ist cool, ne? Vorletztes Kläppchen, die Nummer 23. Oh ja, das ist schön. Das ist von Kneipp Badeessenz Tiefenentspannung mit Patchouli und Sandelholz. Ich meine, dass genau das gleiche bei den Mädels drin war, aber das ist ja auch ein absolutes Unisex-Produkt. Ne? Tiefenentspannung können Männer und Frauen gebrauchen. Und gerade am 23. Dezember, ja! Nachdem wir dann unsere Entspannung genossen haben, öffnen wir am Heiligabend das 24. Kläppchen und haben hier etwas drin. Von Sadik und Voltaire. Das ist schon eine hochpreisige Marke. Was ist das? Ein Duschgel. Also ich hätte jetzt hier wahrscheinlich eher ein Parfüm am Ende erwartet und kein Duschgel. Wobei Sadik und Voltaire schon wiederum so parfümiert sein wird, dass es wie ein Parfüm wirken wird. Also es riecht hier schon raus, ohne dass ich das Ding überhaupt geöffnet habe. Ja, ne? Also das habe ich auch in der Frauenversion, aber das war nicht in der 24 im Frauen-Adventskalender, obwohl das genau gleich viel gekostet hat. 75 Milliliter sind hier enthalten. Riecht richtig geil. Wirklich. Ich weiß nicht, es riecht nicht frisch. Es riecht halt auch so ein bisschen sanfter. Vom Duft her sehr angenehm, also mag ich gerne leiden, aber es ist für mich absolut gar nichts, was in eine 24 gehört. Da hätte ich jetzt wirklich ein Parfüm in einer Halboriginalgröße oder in einer Originalgröße drin vermutet und kein Duschgel. Das war der Männer-Adventskalender von Parfüm Dreams. Hat mir im Großen und Ganzen eigentlich ganz gut gefallen, auch wenn ich sagen muss, dass ein bisschen viele Duschgele drin waren. Wobei man auch nicht genau weiß, was macht man denn da für Männer rein. Ich finde es cool, dass da auch Ampullen mit drin sind. Ja, Gesichtscreme war auch die ein oder andere vertreten. Diese Mini-Parfümflakons finde ich richtig geil. Das finde ich echt klasse. Dann kann man die nämlich über einen längeren Zeitraum auch mal testen. Ansonsten blende ich dich hier mal den Gesamtwert der Produkte ein. Bei dem Frauen-Adventskalender war es schon derbe hoch. Bei den Männern glaube ich nicht, dass wir so hoch sind. Allein weil viele dekorative Kosmetikprodukte einfach nicht enthalten waren, die bei dem anderen Adventskalender den Wert halt so enorm erhöht haben. Dennoch, auf jeden Fall ein Adventskalender, der für den Mann von heute sehr gut gemacht ist. Also ich denke, dass die Männer sich da auch wohl drüber freuen werden. Und wenn du dich über dieses Video gefreut hast und es dir gefallen hat, dann lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben mit den ganzen...
Nein, ich verlinke dir hier oben mal meine Playlist mit den ganzen Adventskalender-Unboxings von 2019. Hier unten mein neuesten Upload, auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Da würde ich mich von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!